Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Sie sind eigentlich die, die Menschen versuchen zu schützen, zu retten, wenn es wirklich schlimm wird, wenn Menschen schlimme Verläufe mit welcher Krankheit auch immer haben, aber natürlich auch mit Corona-Erkrankungen. Sie sind es aber gleichzeitig, die seit über 2,5 Jahren, seit die Pandemie ausgebrochen ist, immer wieder im Fokus von Hass im Netz, Hass auf der Straße sind. Eine ihrer Kolleginnen, die praktische Ärztin Lisa Maria Kellermeier, war so ein Opfer. Das hat ein schlimmes Ende genommen. Aber wie das die einzelnen Ärzte erleben, wie man mit diesem Hass umgehen kann und wie es mit der Pandemie weitergeht, Fragen, die ich heute Ashank Walipur stellen möchte. Und ich freue mich, den bekannten Lungenfacharzt und Internist der Klinik Floridsdorf hier begrüßen zu können. Hallo. Grüß Gott, hallo Frau Daniel. Ich fange mit Ihnen an, vielleicht, dass Sie ein bisschen erzählen, wie Sie das als Arzt wahrnehmen. Sie stehen ja im Spital, Sie haben es mit Schwersterkrankten natürlich zu tun, Sie sind Corona-Spezialist. Und allein diese ganze Polarisierung rund ums Impfen. Haben Sie da eigentlich auch Patienten gehabt, die vorher gesagt haben, ihr Ärzte wollt alle umbringen mit der Impfung und diese ganzen verschwörungstheoretischen Wahnsinnigkeiten, die dann gesagt haben, oje, hätten wir uns besser impfen lassen sollen? Vielleicht darf ich damit beginnen, dass ich kurz meine Betroffenheit zum Ausdruck bringe, dass sich Frau Dr. Kellermeier das Leben genommen hat. Das ist natürlich fürchterlich. Das macht mich betroffen als Kollege einer jungen Ärztin, die eigentlich im Dienst der öffentlichen Gesundheit gestanden ist und so, wie Sie es schon gesagt haben, zum Ziel hatte, in ihrem Leben Menschen zu helfen. Als Ärztin hat sie das auch tagtäglich gemacht und hat gemäß dem Wissensstand, den wir haben in Bezug auf Corona, eine entsprechende auch Impfempfehlung immer öffentlich ausgesprochen und ist dann bedauerlicherweise unter dem Terror und tatsächlich unter den Drohungen, hat ihre psychische Gesundheit so weit gelitten, dass sie offenbar keinen weiteren Ausweg gesehen hat. Das macht, glaube ich, alle betroffen, die so etwas hören und ein absolutes Unverständnis natürlich auslöst, wie es überhaupt so weit kommen könnte. Auf Ihre Frage hin, bedauerlicherweise begleitet uns das Thema einer gewissen, ja, auch Ablehnung und Abneigung gegenüber Gesundheitspersonal jetzt teilweise seit 1,5 Jahren, speziell seitdem es die Impfung gibt. Auch davor gab es schon Themen, nämlich Corona gibt es nicht und es ist eine erfundene Erkrankung. Also das zieht sich eigentlich schon seit Anfang der Pandemie durch. Und ich glaube schon, dass wir unterscheiden müssen. Wir müssen unterscheiden zwischen Personen, die skeptisch sind, kritisch sind und ängstlich sind, wo auch Aufklärung und viele Gespräche helfen können, und Personen, die sich offenbar radikalisiert haben, wo wir auch nicht mehr durchkommen. Auch heute ist es noch so, dass ich oftmals im Alltag mit Anfeindungen konfrontiert bin, aber ich kann das persönlich insofern für mich gut verarbeiten, als dass ich das versuche eben zu unterscheiden zwischen diesen zwei Gruppen, nämlich jene, die eigentlich noch viele Informationen benötigen und jene, die eigentlich gar nicht mehr zugänglich sind. Lisa Maria Kellermeier war ja auch mehrmals bei mir im Studio und da hat sie erzählt, einerseits jetzt jenseits dieser ganz schlimmen Drohungen, wo sie echte Morddrohungen bekommen hat, hatte sie auch immer wieder Anfeindungen in ihrer Praxis. Also Menschen, so radikale Impfgegner. Ist das etwas, das Sie auch im Spital erleben? Naja, zu einem geringen Ausmaß. Gott sei Dank nicht in dem Ausmaß, wie es beschrieben wurde. Es gab grundsätzlich ja verschiedene, auch beschriebene Fälle von Aggressivität gegenüber Gesundheitspersonal. Und selbst ist das in der Klinik Floridsdorf Gott sei Dank nicht in dem Ausmaß passiert und auch nicht in dieser Intensität, muss man sagen. Hinsichtlich der Aggressionen, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, wie fürchterlich das sein muss, wenn man seinen Job macht, ganz banal, und der noch dazu im Dienste der öffentlichen Gesundheit ist und dann mit einer derartigen Aggressivität und im wahrsten Sinne des Wortes mit Terror konfrontiert ist. Bei jedem von uns würde das unsere psychische Gesundheit beeinträchtigen. Im Krankenhaus ist es noch etwas besser, was diese Belastung betrifft, weil ja die meisten Patientinnen und Patienten ja zu uns kommen, weil sie krank sind und daher auf Hilfe angewiesen sind. Da gibt es in Summe etwas weniger Aggressivität und Angriffe, aber natürlich hatten auch wir schon intensivste Diskussionen mit Betroffenen oder mit deren Angehörigen.
Sie sind ja auch auf Twitter aktiv. Sie versuchen da auch immer wieder aufzuklären als Arzt. Das haben Sie ja gemeinsam auch mit anderen Kollegen. Das stellen Sie sich ja eigentlich auch in den öffentlichen Dienst, weil Sie versuchen, Ihr Fachwissen an den Mann zu kriegen. Was kriegen Sie denn da für Reaktionen? Also sehr unterschiedlich, in den meisten Fällen Gott sei Dank sehr viel Zuspruch und auch Danksagungen für diese Information, aber natürlich auch kritische Meldungen, wo ich versuche zu interagieren und auf die Wissenschaftlichkeit der Informationen hinzuweisen und auch auf die Einschränkungen, die Wissenschaft mit sich bringt. Dinge, die wir heute wissen, können morgen schon wieder falsch sein, aber wir haben gewisse wissenschaftliche Standards, an die wir uns halten, wo wir unser Wissen vermitteln und eine Empfehlung für die eine oder andere Behandlung aussprechen, sei es die Impfung oder jetzt beispielsweise die antivirale Therapie, die mehr im Vordergrund getreten ist. Und dort, wo ich auch wirklich angegriffen werde, auf persönlicher Ebene, wo es nicht mehr um Inhalte geht, das lehne ich schlichtweg kategorisch ab. Diese Personen, mit denen trete ich auch nicht in Kontakt, die werden auf Twitter oder auf den sozialen Medien von mir schlichtweg ignoriert. Damit kann ich dann auch nichts mehr anfangen. Ich glaube, das wird uns allen so gehen, wo gar keine Sachdiskussion mehr möglich ist, sondern nur noch ein sich mehr oder weniger ergießen über alles, was schlecht ist, was aus der Medizin und aus der Wissenschaft kommt. Da finde ich auch leider keinen Dialog mehr. Verständlicherweise. Kollegen von Ihnen erzählen mir eigentlich schon seit etlichen Monaten, eigentlich schon fast Jahre, dass immer, wenn sie irgendwo öffentlich aufgetreten sind, also in Fernsehsendern oder in Zeitungsinterviews, dass sie dann sofort mit jeder Menge Hassmails konfrontiert werden oder Beschimpfungsmails. Geht Ihnen das auch so? Ja, durchaus. Ich würde jetzt sagen, Hassmails weniger, aber durchaus immer wieder sehr kritische und sehr angriffige Nachrichten, die ich erhalte. Es hält sich zwar in Grenzen, aber es ist natürlich unangenehm, weil auch mir geht es in erster Linie darum, der Bevölkerung zu dienen, der Gesundheit der Bevölkerung zu dienen. Und wenn sie dann angegriffen werden, dann ist das schlichtweg nicht schön. Ich versuche mir aber, wenn Sie so wollen, die Kraft aus der intrinsischen Überzeugung zu holen, dass trotzdem das, was wir tun, wichtig und richtig ist. Und ich sage es ganz offen, ich möchte mich auch nicht verstecken, weil das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn dann Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, so wie ich das jetzt aufgrund dieser Geschichte die Möglichkeit habe, dass dann diese Personen sich zurückziehen, ihr Wissen nicht mehr teilen und dann letztlich radikalen Gruppen diese Bühne überlassen. Das liegt mir fern. Ich möchte weiterhin aufklären. Ich tue das auch in meinem Klarnamen. Und ich glaube und hoffe, dass das aber auch dazu beiträgt, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung das respektiert, wertschätzt und auch den Rücken uns im Gesundheitsdienst stehenden Personen stärkt, genauso wie die Politik das machen sollte, dass wir uns dann nicht verstecken müssen, weil wir eigentlich den Menschen helfen wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich versuchen Radikale, und das sind erfreulicherweise natürlich nicht die Mehrheit, ich glaube, die Mehrheit weiß genau, was sie alle leisten und ihre Kollegen, aber die versuchen sie zu verdrängen, die versuchen sie aus der Öffentlichkeit zu verdrängen, die versuchen Angst zu machen, und sie haben jetzt die Politik angesprochen. Stützt die Politik sie da genügend? Weil Lisa Maria Kellermeier hatte den Eindruck, dass ihr eigentlich niemand hilft. Also ich kenne die genauen Umstände nicht, wie es da an konkreten Kontaktaufnahmen gegeben hat oder nicht, aber ich sage Ihnen, was ich mir erwarte oder was ich mir wünsche. Ich wünsche mir spätestens nach diesem sehr tragischen Tod der Kollegin, dass es hier einen Schulterschluss gibt, eine Geschlossenheit und ein Auftreten der Politik und eigentlich der gesamten Zivilgesellschaft, wenn Sie so wollen, gegen diesen Hass, gegen den Terror, sei es auf persönlicher Ebene, sei es das anonym über die sozialen Medien. Und hier muss es ganz klar eine Abgrenzung geben. Hier erwarte ich letztlich natürlich von der Politik ein klares Signal, auch nach außen. Wir wollen das nicht, wir akzeptieren das nicht. Die Medizin, die wir unseren Patientinnen und Patienten anbieten, ist ein heiliges Gut. Man kann über Inhalte diskutieren, man hat eine Aufklärungspflicht als Arzt oder als Ärztin. Das heißt, es erfolgen ja keine Behandlungen jetzt gegen den Willen einer Betroffenen. Und somit tun wir ja das Beste, was wir tun können. Dementsprechend erwarte ich mir eine breite, geschlossene Gesellschaft, die hinter uns steht. Und das inkludiert natürlich auch die politisch Verantwortlichen. Absolut. Ich möchte jetzt noch auf die aktuelle Pandemie kommen. Da ist ein Thema, das derzeit viele bewegt, das Aus für die Quarantäne.
Ich habe relativ knapp, bevor dieser Beschluss des Gesundheitsministeriums kam, ja mit Ihnen schon ein Interview geführt und ich weiß, dass Sie als Spitalsarzt da Bauchweh haben. Wie sehen Sie denn jetzt die tatsächliche Verordnung, wo Positive, also Infizierte, sogar in der Pflege arbeiten dürfen? Also ich halte das nach wie vor für problematisch. Ich glaube, das bezieht sich letztlich zwar trotzdem nur auf einen kleinen Teil der Betroffenen, denn wir sprechen ja immer von Personen, die A, infiziert sind und B, keine Symptome haben. Und was ich aus der klinischen Praxis sehe, dass der überwiegende Teil der Betroffenen ja symptomatisch ist. Und wenn diese Beschwerden nur für 4-5 Tage anhalten, kann man sich ja freitesten am Tag 5. Das gab es vorher schon. Diese Möglichkeit gibt es ja auch jetzt, dass man sich freitestet, wenn man als sozusagen im Gesundheitsdienst arbeitet. Und somit, glaube ich, ist das ein kleiner Teil von Personen, die positiv getestet werden, die keine Symptome haben. Aber diesen kleinen Teil, glaube ich, verkraften wir auch im Gesundheitsdienst, dass wir diese Personen nicht mit Vulnerablen in Kontakt bringen. Wir haben ja in Wien doch eine striktere Haltung dazu, wie Sie wissen, und die werden wir auch, denke ich, weiter behalten. Mhm. Wir behalten das, auch wenn wir nicht so einen sensiblen Bereich sind, zum Glück auch bei. Und es darf niemand, der mit einem CT-Wert unter 30 ist, in die Redaktion kommen. Generell haben Sie den Eindruck, dass die Politik die Pandemie noch ernst nimmt? Ich glaube schon, dass es genug Personen gibt, die die Pandemie nach wie vor ernst nehmen. Man kann sie auch leider nicht ignorieren. Ich glaube, uns allen wäre es am liebsten, dass es die nicht mehr gäbe. Aber wir sind auch weiterhin damit konfrontiert und sie wird uns immer wieder einholen. Wir haben Gott sei Dank viel bessere Möglichkeiten, wie wir uns A, schützen können, Stichwort Impfung, schwere Verläufe, und wie wir B, auch die Infektion behandeln können, Stichwort antivirale Therapien. Damit ist dieser Erkrankung einiges an Schrecken abgenommen worden, aber wir sind leider noch immer nicht so weit, als dass wir sie als banalen Schnupfen abtun können, wie es so oft berichtet wird. Dafür sehen wir noch immer viel zu viele Infektionen im Krankenhaus und das bei Weitem viel mehr als ein Schnupfen. Alleine jetzt im Sommer die Krankenhäuser doch mit einer beträchtlichen Anzahl an infizierten Personen, wo auch Grunderkrankungen sich verschlechtern, das hatten wir früher in dieser Art und Weise nicht. Also wir sind noch nicht zurück zur Vorpandemiezeit. Wir haben noch immer mit diesem Virus zu tun und werden das auch ernst nehmen. Und schon zum Abschluss, wie ist denn, Sie haben es jetzt schon angedeutet, wie ist derzeit die Lage im Spital? Ja, es ist nach wie vor sehr belastet und belastend. Wir haben in unserem letzten Gespräch ja festgehalten, wir haben rund 400 Patientinnen und Patienten. Davon ist der überwiegende Teil, 2/3 auch aufgrund der Covid-Infektion im Spital, 1/3 bezeichnen wir als fachspezifisch. Das bedeutet, da ist die Infektion ein Zufallsbefund und steht nicht im Vordergrund. Und die Themen sind die gleichen, wie wir es schon vor 1,5 Monaten erwartet und prognostiziert haben. Die Belastung ist hoch, es gibt Urlaube, es gibt Krankenstände und es gibt viele Patientinnen. Wir schaffen das, wir können das, wir sind ja professionell und lernen und haben ja das ja seit 2 Jahren gut gelernt, wie wir damit umgehen. Aber es ist nach wie vor eine sehr, sehr hohe Belastung für das gesamte Personal. Das bezieht Pflegepersonal, assoziierte Berufsgruppen und Ärzteschaft wieder. Aber natürlich werden wir weiterhin unser Bestes geben, um alle Patientinnen und Patienten so gut wie möglich versorgen zu können. Gut, Ashank Walipur, vielen Dank für das Interview und bleiben Sie stark. Ziehen Sie sich bitte nicht zurück, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Sie die Menschen immer wieder aufklären. Vielen Dank. Danke für den Zuspruch. Ihnen auch alles Gute. Auf Wiedersehen. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es spannend weiter. Bleiben Sie dran.